ich weiß es nicht, 4 oder 5 Leute, ich weiß es nicht. Ich war noch nicht draußen. Naja, in erster Linie ging das herumschreien. Oder haben gerade herumgeschrien, wie Sau. Kurz bevor ich den Stream gemacht habe. Ja. Ja, schauen wir mal. Ja, hört man es ja. Nee, ich unterhalte mich mit denen nicht. Hört man es, wie krank die sind? Was für schwule Bastarde das sind? Und wenn er aus den USA kommt, Boneclicks, es ist das Ende des gar nichts. Kommt hier nicht her, Leute. Es ist mein Privatleben. Und in meinem Privatleben möchte ich meine Ruhe haben. Warum man das nicht verstehen kann, weiß ich nicht. So, die sind gerade erst hergekommen, ne? Das ist gerade erst hergelaufen. Und mir wird immer vorgeworfen, dass ich gleich rumschreie und alles abgehe. Normalerweise, so wie jetzt, bin ich normalerweise immer bis zu einem bestimmten Punkt. Sei vorsichtig, Drache. Wenn die Jugendliche herkommen und mir was machen oder machen wollen, dann haue ich dann gewaltig auf die Fresse. Es ist nicht ganz so leicht. Es ist nicht ganz so leicht, das Ganze so zu machen, wie die sich das vorstellen. Zeppelin, das ist das Problem. Es gibt einige, die nichts machen, aber es gibt auch genug, die was machen. Das Problem ist, wie finden wir die raus, die Scheiße bauen und die, die keine Scheiße bauen. Außerdem, es ist Sonntag.
hier rumschreien und rumposaunen, rumblägen. Das ist auch was machen. Das nennt man nämlich Ruhestörung. Oder Belästigung. In dem Fall ist es ja Belästigung eigentlich. Warwick, danke schön. Ruf die Polizei. Ich rufe doch nicht jedes Mal die Polizei, wenn hier solche Typen auftauchen. Das mache ich nur, wenn was passiert. Auch wenn das alle immer anders behaupten. Die Polizei macht sich nicht kaputt zäppeln. Das ist Quatsch. Klar kommen die, die müssen ja kommen, das ist ihre Aufgabe. Nicht Flanders, dann ja schon, nicht Flanders. Mariko, danke schon. Das müssen die ja machen, die müssen ja kommen, das ist ja ihre Arbeit. Ja? Wenn die das nicht machen, das ist ja im Prinzip Arbeitsverweigerung, dann kann man ja nicht ausschließen, noch ist ja Quatsch. Die müssen das ja machen. Außerdem, es ist schon oft genug wirklich hartes Zeug passiert und wenn die dann nicht kommen wären, dann hätte es Probleme gegeben, größere. Dankeschön, Steffi. Die checken auch nicht einmal, dass ich da kurz mal die Kamera raushalte. Viele sind ja auch keine richtigen Hater. Leute, für alle, die glauben, hierher zu kommen und es nur sagen zu müssen, ich bin kein Hater, um hier anständig behandelt zu werden. Leute, wenn ihr hierher kommt, seid ihr in meinen Augen Hater. Einfach nur deswegen, weil ihr meine Privatsphäre nicht respektiert. Meiner Meinung nach sind meine Fans, meine richtigen Fans und auch meine neutralen Zuschauer, die respektieren meine Privatsphäre. Das ist zumindest meine Ansicht. Und das wird mir auch nie einmal ausreden können. Respektiert meine und auch die Privatsphäre anderer Leute. Wenn ihr das tut, dann könnt ihr euch von mir aus als Fans von mir bezeichnen. Anders nicht. Es ist eben meine Meinung. Kann mir jeder gerne was anderes erzählen. Meiner Meinung nach ist es einfach Schwachsinn. Man kann mit mir keinen Kontakt aufnehmen, Leute. Man kann mit mir keinen Kontakt aufnehmen, Leute. Es ist nicht mein Privatleben, was ich hier mache und habe. Zumindest, wenn ich nicht gerade vor der Kamera stehe oder meine Videos mache. Ach und übrigens, das habe ich schon oft genug gesagt, an alle da draußen, die hierher kommen wollen und hierher kommen, umso länger ihr jeden Tag hierher kommt, umso weniger Lust habe ich, meine Videos auf meinem Hauptkanal weiterzumachen. Ich werde das auf meinem Hauptkanal weitermachen, wenn da das endlich aufhört mit den ganzen Hater besuchen. Und wenn das nie aufhört, dann wird es eben keinen Hauptkanal mehr geben, dann gibt es noch ein bisschen Gaming. Basta. Wenn ich lauter reden würde, vermutlich schon. Pass auf, ich habe sehr gute Sinne. Ich höre sehr gut, ich rieche sehr gut und ich... Moment, ich höre, ich rieche und ich sehe sehr gut, genau. Ich wollte jetzt nichts doppelt sagen. Und deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig. Dann seid enttäuscht, das ist nicht mein Problem. Wenn ihr hierher kommt, habt ihr hier nichts verloren. Basta. Schön fürs Abonnieren, für die 1000 Barren. Maloron ist Dankeschön für die 500 Barren.
Ich glaube, jetzt sind sie weg. Ja. Also passt mal auf, Leute. Ich habe ziemlich gute Sinne. Seh, Augen, Nase, Geruch und Ohren, Hören. Ich kann gut hören, ich kann gut sehen, ich kann gut riechen, ich kann gut schmecken. Mag für viele jetzt sagen, kann jeder. Ja, kann jeder. Aber meine Sinne sind ein bisschen schärfer als andere. Ich höre nachts, was muss jemand machen, wenn er die Straße entlang läuft. Und ich höre das, ich kriege das mit. Jedes Mal habe ich schon oft genug Leuten bewiesen. Solche Sachen posten sie natürlich nicht im Internet, weil da kriegen andere bloß Schiss. Diese Herrschaften hier, wenn ich Bull Palace, vermutlich aber ein Faker kommt. Dankeschön für die 500 Barren. Oder ein Faker kommt. Passt auf. Ich bin grundsätzlich kein schlechter Mensch. Ich bin kein böser Mensch, aber mein Privatleben ist genau das. Es ist privat. Ich möchte nicht mit irgendwelchen Leuten hier zu tun haben von meiner Haustür. Es ist mein Leben, mein Haus, mein Grundstück, mein Privatleben. Ich weiß, dass einige davon da draußen ausgehen, dass nur weil ich im Internet streame und alles, diese Menschen auch davon ausgehen dürfen und können, was sie nicht können im Real Life, wenn man es wirklich bedenkt. Sie glauben alle, dass sie die Weisheit gepachtet haben. Sie dürfen alles, sie können alles, sie machen alles. Das ist Schwachsinn. Ja. Ich gehe in gewisser Weise auch arbeiten, wie jeder andere von euch auch. Bei mir ist halt die Arbeit zu Hause. Ich tue meine Steuern zahlen, meine Versicherungen zahlen, mein Auto, mein Haus, mein Zeug. Ich muss im Haushalt sauber machen. Ich muss, wenn ich was essen brauche, muss ich einkaufen gehen oder mir was bestellen. Ich lebe mein Leben genauso wie jeder andere von euch auch. Und ich bin nicht besser und ich bin nicht schlechter als ihr. Allerdings, wenn ihr solche Aktionen hier abzieht, ja, hier bei mir zu Hause, von meiner Haustür und alles, dann ist es einfach nur ein Beweis dafür, dass ihr euch grundsätzlich meint, über mich erheben zu können, dass ihr mehr wert seid als ich. Seid ihr nicht. Wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich viel wert. Aber wenn ihr so eine Scheiße abzieht, setzt ihr euch automatisch herab, nicht hoch, nicht höher. Ja, ihr lacht über mich, weil ich das und das mache, weil ich das und das sage, weil es bei mir ein bisschen ausschaut, weil meine Wand momentan nicht fertig ist, weil ich jetzt nach und nach erst alles am Basteln bin. Und nach alles erst am Vorbereiten und alles. Fakt ist aber, dass ich immer mehr versuche, mein Zeug zu machen. Ja. Und ich kriege das auch hin mittlerweile. Ich habe lange Zeit wirklich nur auf YouTube gesetzt, habe YouTube gemacht, YouNow gemacht. Viele glauben, dass sie mich kennen, weil sie meine Videos kennen, weil sie die Videos von meinen Hatern kennen, weil sie irgendwelche Fakten kennen, die die Hater verbreiten, die meistens tatsächlich noch nicht mehr Fakten sind, sondern einfach nur Aussagen, die ich irgendwann getroffen habe. Und zwar entweder absichtlich falsch aussagen oder absichtlich Wahrheit aussagen, aber nichts davon kann man wirklich glauben und was auch nicht. Ich finde es sehr traurig, dass man so einen Kindergarten abziehen muss, weil das muss eigentlich einfach nicht sein. Na gut, ich bin eigentlich gerade mit Minecraft beschäftigt. Hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr noch einen schönen Abend habt. Ich hoffe, es waren die letzten Vollpfosten heute Abend. Und falls doch, dann kann ich den Stream nochmal anschmeißen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein. Vielen Dank für die Barren, vielen Dank für die Unterstützung.